Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 563 am Sonntag, den 16. Juni 2024. Es ist 23.30 Uhr und wir haben im Moment 10 Grad Außentemperatur in Peterhead. Ich bin nur 10 Minuten weitergefahren zu einem anderen Platz direkt am Wasser, weil der Parkplatz, wo ich gestern stand, hätte ich jetzt auch noch eine Nacht bleiben können, aber es war wirklich sehr dicht an der Straße und war doch mehr Verkehr, als ich dann gedacht habe. Und dann hatte ich diesen Platz hier noch entdeckt und dachte, jetzt fahre ich hierher. Der Platz ist sehr zermüllt, also ja, richtig schön. Ums Wohnmobil ist es nicht, aber die Aussicht ist fantastisch. Ich gucke halt direkt aufs Meer, der Leuchtturm ist da und es gibt neben dem Leuchtturm noch ein Kraftwerk, aber das liegt genau hinter meiner B-Säule im Prinzip, also hinter der Beifahrertür. Und da ist ja so ein kleines Stück Wand neben der Küche und der Beifahrersitz. Also ich sehe das Kraftwerk überhaupt nicht von meinem Sitz aus und ich habe hier wunderbar gearbeitet heute Nachmittag und heute Abend. Und ja, habe jetzt vorhin noch das restliche Essen aufgewärmt von gestern. Meistens koche ich ja so, dass es für 2 Tage reicht. Und habe jetzt gerade Outlander weitergeguckt, also die Serie, die ich gerade gucke. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich noch eine Folge gucken und dann geht's auch zu Bett. Und morgen geht's dann nochmal ja, so eine halbe Stunde weiter. Jetzt fahre ich dann schon wieder ein Stück weit, kleines Stück nach Westen Richtung Inverness schon mal und werden morgen aber einen Platz ansteuern, wo ich auch ver- und entsorgen kann. Also das ist ein kostenpflichtiger Stellplatz, kostet aber nur 10 Pfund. Das ist natürlich ein Schnäppchen hier für Schottland und das werde ich jetzt morgen ansteuern. Und da steht man auch direkt am Wasser am Hafen. Das ist von einem Hafenverein oder von einem Schiffsverein irgendwie, glaube ich, geführt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da werde ich jetzt morgen hinfahren. Ja, wahrscheinlich fahre ich dann gleich nach meinem Frühstück, nach meinem Spätstück dahin und arbeite dann dort, um dann auch noch einen Platz zu bekommen. Weil wenn man dann spät Nachmittag erst da ankommt oder abends, dann ja, ist es manchmal schwierig, noch einen Platz zu bekommen, weil der nicht so riesig ist. Also die haben, glaube ich, irgendwie zwischen 5 und 10 Stellplätze da oder so. Genau, so ist das gedacht. Jetzt ist die Woche auch schon wieder rum. Das ist der Wahnsinn. Also bin jetzt schon fast, naja, nicht ganz. 10 Tage fehlen noch, dann bin ich 3 Monate schon hier in UK. Das ist schon unglaublich. Dir wünsche ich jetzt einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, du hast eine tolle Woche vor dir. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Hier soll das Wetter jetzt auch wieder besser werden, weil die letzten Tage so ein bisschen durchwachsen und vor allen Dingen kühler, soll jetzt tagsüber auch wieder wärmer werden. Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.